Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X-2. Wir sind hier immer noch auf dem Berg Gagaset unterwegs und sind immer noch mit dem Aufstieg beschäftigt. Da haben wir nicht schon mal sehr lange getätigt, ne? So, Blindtanz. Angriff auf Ahriman. Schwarzmagie Feuer auf Ahriman. Riku kann es sicher leisten. Dunkler Blick. Hm, scheiße, es ging auf den Falschen. Dann Feuer auf den anderen. So, Vita auf mich. Und mein kleiner Blindtanz hinterher. Ja, Feuerer macht Dampf. Mir gefällt's. Ich mag den Zauber. Und im nächsten Kampf müsste ich halt mit Riku nochmal ein paar MP farmen. Ach, ich hab vergessen, hier gibt's ja diese Port-Plattform. Magiebrecher erlernt. Und Blindtanz. Hat Riku gerade Blech gemacht? Blinde. Au. Okay. Funktionieren die Plattform auch? Oh Gott, sie funktionieren. Okay, da unten ist nix. Dann gehen wir hier hoch. Krieger. Blindtanz. So, Angriff. So, mit Riku hole ich mir jetzt mal wieder ein bisschen Mana zurück. Außer ich trampel den jetzt einfach weg. Granate. Gemachblick. Ein MP-Reparatur. Darauf habe ich nur gewartet. Weil der Riku soll natürlich volle Mana-Punkte haben. Und hier steht eine Ronzo. An den Clip hinterherst, da soll ein Andenken an den Ruhm der Ronzo entstehen. Aber noch wissen wir was. Aber noch nicht wissen was. Etwas, das im heiligen Ort würdig ist. Und etwas, das diesem Plateau hier vielleicht würdig ist. Ich hoffe, die Ronzo wissen, was ich damals getan habe hier am Plateau. Gibt's hier hinten auch noch was? Hier gab's das letzte Mal die Jupiter-Marke, glaube ich. Schade. Hatte gehofft, dass hier noch irgendwas ist. Wäre witzig, wenn die so eine kleine Andenken auch noch mit reinbringen. Aber gut, die bringen schon viel rein, muss man sagen.
must be up ahead. You mean we're supposed to climb this? No wonder the Ronso never come here. Look! Einfach so aus dem Stand die doppelte Körperhöhe springen, ne? Mission gestartet. Finde die Kampfuniform. Um sich unbemerkt in die Villa von LeBlanc reinzuschmuggeln, werden Kampfuniformen benötigt. Okay, ich drücke nach vorne und Yuna läuft erstmal nach hinten. Auch schön. Hier rechts rum, schätze ich mal. Da ist eine Höhle. Muss ich in die Höhle rein? Vielleicht. Wait. Hier rechts war was. Das hatte ich ja fast übersehen. Ach komm. Ein Hinterhalt. Ach komm. Oh, und so ein dicker Gegner. Ach komm. Schwarzmagie, Feuerra. Hoffentlich. 237. Also Feuerra finde ich echt gut. Macht Blitz. 93. Ich glaube, das ist tatsächlich besser. Wieso hat Yuna wieder Mana? Ich glaube, das ist besser, tatsächlich mehrmals hintereinander Blitz zu verwenden, zum Beispiel. Als einmal Feuerra. Unter anderem stacken wir so schneller unsere Zauber. Aber Feuerra hat, glaube ich, knapp 300 Schaden gemacht. Blitz hat einmal fast 100 Schaden gemacht. High Potion. Also kriegen wir dadurch am Ende einfach mehr Stacks für unsere Zauber raus. Außer Feuerra generiert 3 Stacks, was ich aber bezweifle. Deswegen fürs Leveling ist es tatsächlich geschickter, die kleinen Zauber einzusetzen. Weil dreimal Feuer kostet halt genauso viel wie einmal Feuerra. Mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht weiß, welche Resistenzen der Gegner hat. Wait. Da bin ich doch gerade ziemlich doof gesprungen. Ja. Ich wollte doch hier weiter geradeaus und nicht zurück. Und man muss halt auch mal auf die Karte achten, ne? So wie unser Navi vor einigen Jahren mal sagte, sehen Sie in der Karte nach. Hm, danke. Wofür habe ich dich, du Navi? So, das Flügelauge will ich aber wegheizen. Das will ich einfach nur weghaben. Der Hass. Ooh, I love a good roast. Oder kriegen sie mehr Schaden durch Blitz? Oh ja. Zap! Zap!
Und ein schöner Crit. Yeah. Effortless. Wait, ich muss hier hoch, ne? Ja. Das Dumme ist, ohne Orientierung nach dem Kampf sich zurechtzufinden, ist doof. Das ist ein Speichersphäre. Oberhilfe. Blindtanz. Und dann zünden wir dich noch an. Vita gibt's einmal auf Riku. Aber schön, dass Vita am Ende nochmal angewendet wird. Dass sie da so tolerant sind und den Cast nochmal durchlassen. Speichern. Ach, und noch ein Kampf. Whitefang ist im Overöden. Was? Der greift jetzt alle 2 Sekunden an, oder was? Resistance is futile. Gut, dann springe ich mit Yuna mal durch die Paletten durch. Durch die Kostüme. Wer ist dran? Ah. Und Yuna wird jetzt wieder krass. Floralzauber. Flamenco. Hartes Blatt. Und Schleimpollen. Angriff. Weißer Honig. Sinnespollen. Floralbombe. Eistanz. Narrenkern. Giftblatt erlernt. Floralbombe. Den haben wir jetzt auch wirklich alle Statuseffekte reingedrückt. Never underestimate Yuna. Never underestimate Yuna. Never underestimate the power of the Scout's code. Can you believe there's a hot spring up here? Ugh, it's like the Ronzo's private getaway. Think it's okay? Ditching work like this? We need to find that thing pretty soon. Talk about it all you like. I don't see how we're getting up that cliff. LeBlanc's not going to like this. Hey, not that it matters, but just how old is she? You got me. I can't tell whether she's spicy or just seasoned. A hot spring. Sounds nice. I know. Let's grab their uniforms. I don't know. Isn't that a bit much? They're the ones slacking off. Exactly. Ach, komm. Hey,
Your little helpers are taking a break in the spring. They wouldn't. Look out, look out! Ormy's trying to sneak a peek! What? Hey! I've got a reputation to think of too, you know? Dr. P is in the house! Stop that. Okay, Feuerer. Ja, dem halt sie jetzt mal ein. Ich schick dich ins Nirvana. Ui. Where there's smoke. Okay, den habe ich jetzt umgeboxt. Schade. Rico kriegt die Erfahrung nicht mehr. Hatte nicht dran gedacht, dass Pain ja länger braucht, um dran zu kommen, weil ich wollte mit Pain Engel einsetzen. Keine Phönixfeder. Hey, did you just hear someone say peak? The goings? Or is it the peeping Tom wings? How clever. Ja, habe ich ja jetzt nochmal die Gelegenheit, Rico aufzunehmen. Ach, schon wieder das Falsche. It's my party, so you'll cry if I want you to. Festlichkeiten, Windmaske. Ah, weiß man Gewitter auf Rico? Items, Potion, auf mich. Weißmagie. Engel. Feuer auf die Obergehilfin. Und die beiden beten mal ein bisschen vor sich hin. Gesundheit. Und du greifst mir mit Eisra an, dann zünd ich dich mit Feuerer an. Und mal wieder ein Engel. Dussige Kuh. So, du betest, du feuerst und du feuerst auch. Voll in den Hinterkopf. Bam. So wie es sich gehört. Ich glaube, da komme ich auch ganz gut zum Speichersphäroiden. LeBlanc-Uniform erhalten. Mission abgeschlossen. Kostümpalette fest wie Felsen erhalten.
Aber da war auch irgendwas oben auf dem Berg Gagazet. Was ich auch noch sehr gerne hätte. Was ich gerne hätte vom Berg Gagazet. Mission abgeschlossen. Kostümpalette Zeit des Sturms erhalten. Mehr Zeit der Sehnsucht. Okay. Zurück auf die Brücke. Ja, bitte. Wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich gucke mir gerade eben nochmal die Kostümpaletten an. Zeit des Sturms. Angriff, Angriff, Magie, Magie. Okay. Schutzformationen, da haben wir ja Abwehr, 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 Abwehr. Zeit der Abwehr. Abwehr und Z-Abwehr. Oh. Okay, ja, ich werde mal die Punkte hier raus in Zeit der Abwehr übertragen. Wiederbelebung ist das, genau. Angelegt, Abwehr plus 10, jeweils Abwehr plus 15. Fest wie Felsen. Und Beirrbarkeit. Okay, ich werde die Kostümpaletten offscreen mal ein bisschen ummodeln. Genau, die Abilities werde ich mal anpassen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.